So, Leute, wir sind in der Release-Woche, Pre-Release-Woche. Also wir haben jetzt Pre-Release rum und am Freitag ist Release. Deswegen gucken wir uns an Kamigawa Neon Dynasty Set Booster. Wir haben ja am Samstag Pre-Release-Kit aufgemacht und das war mega cool. Und ja, überraschend auch. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt mal noch Set Booster an heute und in zwei Tagen nochmal ein Draft Booster. Dementsprechend mal gucken. Wir haben erstmal eine Artkarte. Eine Artkarte ist wunderhübsch. Dann haben wir ein blühender Sand. Der kommt getappt ins Spiel. Wir kriegen ein Leben. Und tappen für ein grünes oder weißes. Ja, okay. Wächter von Oboro. Oboro, Oboro. 3 Mana, 3-4 Verteidiger. Modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, können angreifen, als ob sie keine Verteidiger hätten. Die sehen richtig schön aus, die Mondvolk. Wow, ist das hübsch. Also Artworks sind hier einfach wirklich on point. Sorgsame Kultivierung, 3 Mana Verzauberung, Aura. Wir verzaubern eine Kreatur oder ein Artefakt. Und die verzauberte Kreatur, wenn sie eine Kreatur ist, kriegt +1/+3 und hat Tappen für 2 Grüne. Dieses Tappen für 2 Grüne hat sie, glaube ich, so oder so. Aber sie kriegt +1/+3 in Reichweite, wenn es eine Kreatur ist. Ja. Und wir können die für Blutzoll abwerfen für 2 Mana und können ein 1-1 grünen Mönch-Kreaturenspielschein-Token, der Tappen für ein Mana hat. Meh. Zeit der Erneuerung. Wir haben, glaube ich, grün als Thematik. 3 Mana Spontanzauber, bestimme 1 oder beides. Wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zur Hand oder eine Verzauberungskarte aus dem Friedhof zur Hand. Die gab es auch schon in schwarz und in weiß, nur halt mit Artefakten. Bambushain-Bogenschütze. Ofis Bogenschütze. Oh mein Gott, diese Schlange. Es sieht so cool aus. 2 Mana, 3-3, fliegend Reichweite, Verteidiger Reichweite. Und wir können die für 5 Mana abwerfen und können fliegende Kreatur zerstören. Super gut im Draft. Also das ist eine gute Draftkarte. So zerstöre fliegende Kreaturen im Draft, das ist der Wahnsinn. Dann haben wir unerforschter Zufluchtsort, kommt getappt ins Spiel. Wenn der ins Spielfeld kommt, wählen wir eine Farbe. Tappen, wir kriegen Mana dieser Farbe. Auch sehr gut für den Draft. Mehr Grün haben wir jetzt hier. 3 Mana nächste Reihe, schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung unserer Wahl ins Exil. Wenn da am Ende jetzt der Boseju drin ist, weil alles grün ist, bin ich sehr froh. Aber ich glaube noch nicht dran. Naomi, Säule der Ordnung. 5 Mana, 4-4, Menschberater, legendäre Kreatur. Immer wenn die ins Spiel kommt oder angreift, falls wir ein Artefakt und eine Verzauberung kontrollieren, kriegen wir 2-2 Samurai-Kreaturenspielsteine mit Wachsamkeit. Das sieht nicht so mächtig aus. Also hatten wir schon Cooleres. Dann haben wir Bannender Schnitt. 2 Mana extra Reihe, wir zerstören einen Artefakt oder Verzauberung oder eine getappte Kreatur unserer Wahl. Falls dein Artefakt oder Verzauberung kontrolliert wird, erzeugen wir einen 2-2 Samurai. Stark. Das ist eine starke Karte. Sie ist zwar Hexerei, aber sie kriegt noch einen 2-2er. Leben von Toshiro Umezawa. Ich habe es schon mal gesagt. Toshiro Umezawa ist der Held des ersten Kamigawa-Blocks. 2 Mana Saga, sie kommt mit einer Saga-Marke ins Spiel und nach jedem Zielsegment kriegt sie noch eine. In der ersten und zweiten Saga bestimmen wir 1. Eine Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges, eine Kreatur kriegt -1/-1 bis zum Ende des Zuges oder wir halten 2 Lebenspunkte. Das ist die Fähigkeit der Umezawa-Sierte. Und dann haben wir nach dem dritten, bei dem dritten schicken wir das Ding ins Exil und holen das wieder. Und dann ist es ein 2-3er, der hat Tappen, bezahlen Lebenspunkt, wir kriegen ein schwarzes Mana. Können wir nur für Spontanzauberdecksereien benutzen. Erinnerung an Toshiro. Ja. Und unsere Rare ist, was bist du denn? Gedankenverbindungs-Mac. Okay. 3 Mana, 4-3 fliegend. Immer wenn der Gedankenverbindungs-Mac zum ersten Mal in einem Zug bemannt wird, wird er bis zum Ende des Zuges eine Kopie einer nicht legendären Kreatur unserer Wahl, die ihn in diesem Zug bemannt hat. Ah, okay, wir können damit eine Kopie von der Kreatur kopieren. Außer, dass sie 4-3 ist, zusätzlich als Typen Fahrzeug, Artefakt und Flugfähigkeit hat. Wie nicht legendäre Kreatur. Okay, ich wollte gerade sagen, wie funktioniert es mit legendären Kreaturen? Aber okay, das heißt, wir können einfach mal coole doppelte Kreaturen haben. Dann haben wir noch, eine richtig schöne, oh mein Gott, ist die hübsch. Hier ist noch so ein Quatsch. Oh mein Gott. Wow. Tintenflug-Infiltratorin. 2 Mana, 1-2 fliegend. Für 4 Mana kriege ich die +2/+2. Die ist mega bad, aber sie ist wunderhübsch. Diese Rahmen und diese mehr japanisch angehauchten Manga-Artworks,
sind der Wahnsinn. Und dann in Foil, das Ding ist wirklich hübsch. Oh mein Gott. Gut, soviel dazu. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.